Josh, du hast ja auch sehr viel Spaß, vor allem mit den Verführerinnen in der Villa. Es ist schön zu sehen, dass du dich so auf das Experiment einlässt. Ja, ich gehe auf jeden Fall bei Temptation an meine Grenzen. Soweit ich das einschätzen kann, ist das alles cool. Und Nasrin freut sich für mich. Sie möchte, dass ich Spaß habe. Was glaubst du denn, wie es ihr geht? Ich glaube, die wilde Maus macht ein bisschen Party. Sie hat es mehr als verdient. Wir schauen es uns an. Also bei Nasrin und Josh verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie das so klappt. So, sie ist emotional, outgoing, open und so. Und er ist halt ein emotionaler Stein. Ne? Also die Beziehung ist zum Scheitern verurteilt. Du musst es ja wissen. Ich habe das Gefühl, Nasrin gibt mir relativ coole Signale. Sehr viel Augenkontakt, sehr viel bist du, Bruder. Witze, so auch Anspielungen und sowas, wo man dann halt eben schon Gedanken bekommen könnte. Nein, ich sag nein. Dann gab es auch mal eine kleine Situation, wo sich vielleicht ein bisschen die Hände berührt haben. Bruder, wir wissen alle, was das für einen in Real Life ist, Digga. Red nicht so über meine Freundin. Nein, habe ich noch nicht gehört. Dementsprechend geht's jetzt weiter aufs Jahr zu. Ich kann ja viel erzählen. Ja, zum Glück kenne ich meine Beziehung besser als diese Dudes, die ich nicht mal kenne. So zu reden, ohne eine Partnerschaft zu kennen, muss jeder für sich selbst wissen. Ich würde es mir nicht anmaßen. Und ich wünsche ihr viel Spaß. Ich bin sehr, sehr glücklich, sie glücklich zu sehen. Du sagst, du bist glücklich, wenn sie glücklich ist, aber du wirkst gerade nicht glücklich. Ich bin sauer auf diese Jungs, auf die Worte, die sie gewählt haben. Wir wissen alle, was das für einen in Real Life ist, Digga. Boah, es fickt meinen Kopf schon ein bisschen. Also es macht schon was mit einem. Ich weiß, was das für eine ist im echten Leben. Was soll das heißen? Ja, das beleidigt. Dass sie die Beine breit macht, das ist doch unter der Gürtellinie, oder nicht? Zum Glück ist sie 31, die sind alle, keine Ahnung, 18. Also, sie weiß, was sie will, sie ist eine echte Frau. Ja, Temptation Island ist definitiv nichts für schwache Nerven. Deswegen dürft ihr jetzt nichts mehr verpassen. Abonniert unbedingt den Kanal. Hier geht's zu all den Folgen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Besorgt euch auf jeden Fall den Stressball. Und hier gibt's weitere Videos nur für euch.